Ja, hallo Gearfreaks, herzlich willkommen hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Ihr seht es hier auf dem Tisch, einen ganzen Haufen Equipment-Sicherungsleinen. Ihr kennt die Teile, gibt es bei uns auch sowas für kleine Schlüsselbundgeschichten, ne? Da kannst du natürlich Gear, Equipment, Ausrüstung und weiß der Geier was alles an dich dranhängen, sichern, dass es nicht verlierst. Und zweitens, man kann es ohne von wegzumachen verwenden, weil da drin natürlich so eine Schnur aufgewickelt ist mit Federzug zum Rein- und Rausziehen. Diese Teile hier kommen von T-Rain aus den USA. Gibt es hier in zwei Größen. Gibt wahrscheinlich noch in mehr Größen. Ich habe jetzt halt hier in zwei Größen, in so Mittel und hier schreiben sie sogar Heavy Duty, ne? Heavy Duty Gear Tender. Da kannst du natürlich alles Mögliche dran klippen. Und wir haben sie hier noch in verschiedenen Ausführungen. Die hier haben so einen Clip, ne? Kannst du dann durch eine Tasche, durch einen Molle-Strap oder durch den Gürtel klippen. In groß und klein. Dann gibt es die ohne, oben mit Klett, zum irgendwo mit Klett durchzufädeln. Ebenfalls in groß und klein. Auf der Rückseite dann nichts. Und dann gibt es hier, in der Version habe ich es nur einmal, mit so einem integrierten Karabiner. In großer Ausführung. Und es gibt auch noch zusätzliches Attachment-Zubehör, um hier irgendwelche Sachen auszutauschen oder zu ersetzen oder wenn was verloren gegangen ist oder abgebrochen ist. Ich würde sagen, wir packen mal eins aus. Vielleicht den da hier. T-Rain Cordlock Karabiner. Das hier unten ist als abnehmbar. Schauen wir mal, wie es das hier dicht zugemacht. Ah ja, komm, da nehmen wir doch unsere. Wenn es aus Amerika kommt, nehmen wir hier unsere kleine Karabiner, kleine Wirecutter hier. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ja elastisch. Ah, okay. Dann nehmen wir doch das Schärle. Kleine Scheren sind sehr sinnvolles Zubehör. Und manchmal wesentlich sicherer, wie mit Messerklingen rumzuhantieren. Gerade bei diesen schwer eingeschweißten Sachen. Hier war es jetzt einfach. So, so sieht das Teil aus. Hartplastik, verschraubt mit fetten Torx-Schrauben. Hier oben wirklich ein massiver Karabiner, starker Federwiderstand, also das solltest du nicht so schnell verlieren. Und hier natürlich ordentlich lang zum Rausziehen. Mann, wie viel sind da drauf? Ja, den mal einen guten Meter. Dann kann man natürlich hier auch mal komplett lösen von dem Teil. In dem Ding haben wir hier eine richtige, massive Edelstahlkordel, lässt sich rausnehmen. Aber natürlich nur, wenn es weggeklippt ist, ne? Braucht man also keine Angst haben, dass man was verliert, solange es da dran steckt. So, Frieden aber da hinten rein, nämlich wenn es hier drin steckt, dann können die Teile hier nicht raus, ne? Aber ist natürlich zum Vorteil. Man kann das zum Beispiel dann mal wegmachen. Haben wir gerade was, wo wir es dran friemeln könnten? Ja, zum Beispiel so, ne? Dann nehmen wir hier diesen Stahlkarabiner hier raus. Macht den zum Beispiel, wenn wir jetzt hier keine Schnur dran hätten, da durch. Kann den wieder reinfädeln. Das heißt, man verzichtet hier irgendwo auf ein weiteres Ringle oder Karabinerle, weil man einfach dieses Teil direkt dahin machen kann. Also hier wieder reinfädeln, hier wieder drauf, dann halten die, ne, und schon hast du irgendein Accessoire-Teil. Ist natürlich jetzt overpowered. An das Teil kannst du wahrscheinlich eine. Da könnte prima, da könnte ich dann als zukünftig meinen Camcorder dranhängen. An den Rucksack das Ganze, ne? Dann hängt hier dein Camcorder, weil für sowas ist es natürlich nicht gemacht. Das große Teil, da wäre wahrscheinlich noch der kleine Bruder von dem hier überfordert, aber man hat ja unterschiedliches Equipment dabei, ne? Oder ich kenne es von unseren Hausmeistern her, die haben ihre Schlüsselbunde dann immer hier dran, ne? Die sie dann am Tag 10.000 Mal brauchen, rein, raus, aufschließen, abschließen. Das ist natürlich praktische Geschichte, so ein Teil am Gürtel, zack, Schlüsselbund dran. Aber man kann das auch, glaube ich, dann hier locken, ne? Und dann bleibt so. Oder wieder lösen und dann geht es wieder auf wie die Stromschnur beim Staubsauger, ne? Perfekte Geschichte, coole Teile. Hier die Originalverpackung. Die packen wir natürlich auch mal in die große
Hillbilly-Kiste, ne? Und dann sehen wir die höchstwahrscheinlich vielleicht an Weihnachten wieder, ne? Okay. Die Insider wissen Bescheid. Kurzer Spoiler-Alarm. Das wird eine geile Geschichte dieses Jahr, ne? Also Leute, coole Teile hier, diese Heavy-Duty-Gear-Tender. Geht nichts mehr verloren. Also Leute, immer schön Ausrüstung griffbereit halten. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal beim Hillbilly zum nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao, viel Spaß und bleibt gesund. Bye, bye.